Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum dritten Teil der Webinarreihe Vollautomatische Handelssysteme, mehr als nur zwei kreuzende Durchschnitte und eine Blackbox. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich heiße Sie herzlich willkommen im Namen von FX Flat. Ich freue mich auf den dritten Teil mit unserem Partner AlgoCamp in Person von David Varney. Und ja, heute werde ich gar nicht so viele Worte verlieren am Anfang und übergebe direkt den Bildschirm an David. David, auch dir noch einen schönen guten Abend und wenn du soweit bist, dann übergebe ich den Bildschirm. Ja, sehr gerne. So, einen Moment noch. Und dann müsste man jetzt die Präsentation sehen. Das ist korrekt, ja. Perfekt, super. Ja, dann vielen Dank für deine nette Einleitung und auch von mir ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Die dritte Reihe von vier. Hauptthema ist ja vollautomatische Handelssysteme, mehr als nur zwei Durchschnitte und eine Blackbox. Heute mit dem dritten Teil eigentlich so mein, ja, ich sag's mal wieder, aber mein Lieblingsteil in dieser Webinarreihe. Und zwar, können Handelssysteme nur noch Indikatoren handeln? Nein, das ist so das Thema heute. Ja, Nelson hat es ja schon kurz am Anfang gesagt. Mein Name ist David Varney. Ich bin Geschäftsführer von AlgoCamp. Wer oder was AlgoCamp genau ist, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber damit Sie im Vorfeld wissen, wer überhaupt hier an der anderen Seite sitzt und Ihnen oder der Meinung ist, Ihnen etwas erzählen zu können über das Thema, möchte ich mich noch kurz vorstellen an dieser Stelle. Ich bin aktuell ja 26 Jahre alt, wohne und Firmensitz von AlgoCamp ist auch in Berlin. Hier arbeiten wir, hier ist unser Büro, also wer uns mal besuchen möchte und schauen möchte, ob wir wirklich existieren oder ob wir nur in der Garage sitzen, der kann gerne mal einen Termin machen und bei uns vorbeikommen. Wird sehr gerne angenommen, das Angebot. Ja, meine Karriere hat so ein bisschen gestartet in der Vermögensverwaltung, wo ich damals eine Ausbildung gestartet habe. Eigentlich wollte ich damals nur Programmierer werden und Programme programmieren, aber ich habe die Ausbildung in einer Vermögensverwaltung angefangen und habe da natürlich Blut geleckt, weil ich gesehen habe, was alles möglich ist an der Börse mit dem automatisierten Handel. Deswegen bin ich so ein bisschen über die Jahre in das Thema reingewachsen, habe immer nur Handelssysteme und Tools drumherum entwickelt. Also ich bin jetzt kein Programmierer gewesen, der Webshops oder Webseiten entwickelt hat, sondern ich hatte immer einen Bezug zu dem Thema. Und ja, seitdem ich 18 bin, trade ich auch selbst noch manuell und auch automatisiert an der Börse. Natürlich am Anfang nicht so profitabel oder überhaupt nicht profitabel, so der typische Werdegang eines Traders. Ja, 2005, Ende 2005 hatte ich dann genug in der Vermögensverwaltung, habe alles gesehen, was ich irgendwie sehen konnte und wollte vieles anders machen und vieles besser machen und bin dann Ende 2015 ausgestiegen und habe dann Anfang 2016 AlgoCamp gegründet. Ja, wer was AlgoCamp ist, da komme ich gleich nochmal auf der nächsten Folie kurz zu sprechen, damit das allen klar ist. Und ja, inzwischen bin ich regelmäßiger Referent auf der World of Trading, auch auf den IB Days. Und da sind wir auch bei den nächsten IB Days, bei den fünften IB Days wieder vertreten mit einigen Slots zu unserem Hauptthema natürlich, automatisierter Handel, Strategieentwicklung und alles so in dem Bereich. Jetzt inzwischen auch schon seit 2, 2,5 Jahren bin ich auch noch der Autor im Traders Mag. Da schreibe ich inzwischen ja eigentlich fast jeden Monat einen Artikel dafür. Auch immer zu unseren Hauptthemen, automatisierter Handel, Handelsstrategieentwicklung. Da geht es jetzt nicht so ja, nicht um Standardthemen, was ist ein Lot oder was ist ein Spread, sondern schon ein paar tiefere Themen wie Backtesting, Qualität von historischen Daten, wozu wir ja auch noch demnächst ein Webinar haben gemeinsam mit FX-Flat, solche Themen halt. Gut, dann mal kurz und knapp. Was ist eigentlich AlgoCamp? AlgoCamp ist ein Unternehmen aus Berlin. Wir sitzen in Berlin-Mitte, Nähe der Friedrichstraße oder besser gesagt Nähe dem Regierungsviertel. Das kennen vielleicht die einen oder anderen von Ihnen. Und wir haben uns auf die Programmierung und Entwicklung von Handelsstrategien und Indikatoren spezialisiert. Primär für den Ninja Trader 7 und 8 und den MetaTrader 4 und 5, aber auch für, ja, ich sag mal, Individuallösungen. Viele möchten natürlich auch über die TWS von CapTrader zum Beispiel handeln oder über den MX Pro und diverse andere Tools. Also wir sind da nicht begrenzt auf ein paar Systeme, sondern
entwickeln da eigentlich ja, jeden Wunsch oder versuchen da jeden Wunsch zu realisieren, die die Trader haben. Das heißt, wenn Sie quasi da draußen eine Strategie haben oder eine Handelsidee und Sie sagen, mir fehlt einfach die Zeit dazu, das irgendwie manuell den ganzen Tag zu handeln oder Sie haben gar nicht die Lust dazu, dann sind wir quasi der richtige Ansprechpartner für Sie, weil wir uns darum kümmern. Das heißt, wir setzen uns zusammen, wir überlegen, was möchten Sie genau, wie soll was realisiert werden, programmieren das Ganze und am Ende haben Sie dann ein funktionsfähiges Handelssystem, das genau das macht, was Sie möchten, und zwar vollautomatisiert. Nebenbei vermieten wir natürlich auch noch Trading-Server, die sind nicht zu vergessen im Trading-Bereich, die sind zwingend notwendig. Und wir verkaufen natürlich auch noch fertige Handelssysteme, Indikatoren und Add-ons. Zum Beispiel haben wir auch eine Aktion gemeinsam mit FXpert zu den MTA, das ist das markttechnische Trendalgorithmus für den MetaTrader 5. Da gibt es sowas. Soweit wir wissen, noch keine Alternative auf dem Markt im Bereich MetaTrader und Markttechnik. Das sind, glaube ich, die Ersten in dem Bereich. Weitere Infos dazu können Sie sich auch gerne bei FXpert auf der Seite einholen oder auch bei uns auf algo-camp.de. Da gibt es noch weitere Informationen. Gut, kommen wir zu dem Thema heute. Was wollen wir heute eigentlich machen? Thema oder Titel von der dritten Reihe sind ja keine Handelssysteme, nur noch Indikatoren handeln. Hintergedanke hinter dem Webinar heute war halt, dass wir in unserer Kundenarbeit gemerkt haben, dass die meisten immer nur ein Bild haben, wenn sie Handelssysteme sehen. Und zwar sieht das Bild eigentlich mal ähnlich aus. Indikatoren, die irgendwie was machen. Indikatoren, die sich kreuzen müssen, die ein gewisses Level erreichen, dann gehen wir long oder dann gehen wir short. Fester Stop-Loss, fester Take-Profit oder ähnliches. Das ist nur die eine Seite, die behandelt wird. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und da beantworte ich auch gerne die erste Frage, dazu kommt. Ja, heute zeigen wir nicht nur Theorie, sondern es gibt auch drei Handelsstrategien in der Praxis, die wir zeigen. Da können wir gleich übergehen. Das ist die Google Trends Trading Strategie. Die hatte ich schon in den Webinaren davor öfters mal angerissen. Da kamen ziemlich viele Nachfragen zu, weil das Thema aber relativ interessant war. Darauf gehen wir einmal ein. Auf die Mondphasenhandelsstrategie ist auch eine Strategie, die völlig fern ist von Indikatoren, von mathematischen Formeln. Und die letzte Strategie, die wir auch noch vorstellen möchten, ist die Top-Aktien-Trader-Strategie. Das heißt, Ziel oder primäres Ziel ist halt heute, Ihnen so ein bisschen zu zeigen, was da draußen alles noch möglich ist, fernab von den, ich sage es jetzt einfach mal, langweiligen, ausgelutschten Indikatoren, die irgendwie jeder kennt. Das ist so meine Aufgabe, die ich heute habe, die ich Ihnen ein bisschen näher bringen möchte. Ja, und das Ganze wird dann noch abgerundet mit der kreativen Stop- und Entry-Logik, so haben wir es in der Präsentation genannt. Das heißt, das merken auch wir in der Kundenarbeit speziell, viele haben immer das gleiche Muster bei der Setzung von einem Stop-Loss, von der Entry. Der Stop-Loss ist entweder fix oder irgendwie dynamisch danach gezogen wird, aber es gibt noch viel, viel mehr sinnvollere Möglichkeiten, sowohl für den Stop als auch für den Entry. Das heißt, wir haben quasi eine Handelsstrategie an sich, in diesem Fall beispielsweise die Google Trend Trading Strategie. Und wir können die Ganze noch optimieren oder verbinden mit einer Stop-Strategie oder einer Entry-Strategie, das Ganze nochmal abrundet im Idealfall. Das sind so heute die Hauptthemen. Beginnen wir mit der nächsten oder erstmal mit der Einleitung prinzipiell nochmal, dass wir hier das gleiche Bild haben. Ich hatte ja schon gesagt, Trader sehen oft immer das Gleiche. Trader schauen sich einen Chart an und sehen da, ja, was sehen sie da? Sie sehen Candles und Indikatoren. Die Candles, die kennen ja wahrscheinlich alle von Ihnen, die zeigen halt gewisse Werte an, fünf Werte in der Regel oder vier, Open, High, Low und Close. Und wenn wir uns das Volumen ansehen, dann sehen wir es auch noch. Und ja, ich sag mal, im Idealfall packen wir uns natürlich noch zahlreiche Indikatoren auf den Chart, sodass wir möglichst wenig von den eigentlichen Candles sehen. Das ist die eine Sache. Was dabei viele unterschätzen, ist, dass außerhalb von dem Chart noch viel, viel mehr Informationsquellen existieren, die wir oft gar nicht nutzen. Das heißt, im Chart sehen wir halt, es ist eine Welt, da sehen wir die oben genannten Punkte, aber es gibt noch außerhalb noch viel weitere interessante Aspekte. Wenn wir beispielsweise bei einem einfachen Beispiel bleiben, dass wir Aktien handeln,
und wir schauen uns nur den Aktienchart an sich an, dann sehen wir halt den Kursverlauf. Das ist eine Möglichkeit, um irgendwie aus dem Kursverlauf Informationen zu ziehen, um unsere Handelsstrategie ja umzusetzen oder um unsere Trading-Entscheidungen zu treffen. Was wir hierbei zum Beispiel gar nicht beachten, sind beispielsweise fundamentale Daten, die sehen wir nicht im Chart. Dafür müssen wir halt uns die Jahresabschlüsse, die Jahresberichte, uns News durchlesen und so weiter. Ein anderes Beispiel ist halt auch auf die Google-Trendstrategie, zu der wir auch gleich noch kommen. Wenn wir beispielsweise die VW-Aktie handeln, dann gucken wir im Chart, packen auch unsere Indikatoren rein und sehen dann halt, ja, wir sehen nicht so viel, was sehen wir? Wir sehen, was die Masse gemacht hat, wie die Vergangenheit war. Dabei haben wir aber noch viel mehr Möglichkeiten, um Informationen herauszuziehen. Zum Beispiel, nur kurz vorweg, die Google-Suchanfragen. Google hat halt eine Statistik, die sie auch veröffentlicht, wo wir nachsehen können, wie viele Leute gerade nach einem gewissen Begriff suchen. Und wenn wir gerade überdurchschnittlich viele Anfragen haben nach Aktie XYZ in Verbindung mit Pleite oder mit Insolvenz, dann ist es nochmal eine weitere Information. Wir sehen, der Chart, der bewegt sich vielleicht gerade seitwärts, aber wir wissen, auf der Welt suchen gerade überdurchschnittlich viele nach diesen Begriffen und das macht mir nicht auch Spaß. Also kaum jemand wird ja heute nur nach googeln, Apple in Verbindung mit Pleite oder Insolvenz. Daran denkt ja keiner. Wenn diese Anfrage aber extrem ansteigt, dann hat es in der Regel einen Hintergedanke. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, wir sagen, der Markt und die Bewegung im Markt wird nicht nur durch den Chart an sich bestimmt, sondern draußen existieren auch zahlreiche andere Quellen für Informationen, die wir nutzen können, um Trades umzusetzen. Der Klassiker ist die Suche nach dem Heiligen Gral. Ich denke mal, alle von Ihnen waren schon mal auf der Suche. Wahrscheinlich leider erfolglos, da es ihn irgendwie nicht gibt. Wir haben ihn zumindest auch noch nicht gefunden. Und gerade bei dem Thema Indikatoren, da wir sagen, ein Handelssystem ist mehr als nur eine Verbindung von zwei Durchschnitten und vielleicht noch eine andere Bedingung. Früher oder später fangen alle mal an und sind der Meinung, sie können einen super Indikator entwickeln. Damit meine ich jetzt nicht den super Trendindikator, sondern dass sie einfach möglichst viele Indikatoren miteinander kombinieren. Wenn ich so zurückdenke an meine Anfangszeit im Trading, da war ich auch der Meinung, dass es doch eigentlich funktionieren muss. Ich war immer auf der Suche nach einem Indikator, der super funktioniert, habe nie einen gefunden und irgendwann dachte ich mir mal, hey, wenn ich jetzt 30, 40 Indikatoren zusammenpacke und alle im gleichen Moment das gleiche Signal geben, dann muss es doch stimmen. Habe ich lange geglaubt, hat aber nicht funktioniert. Da muss uns nochmal bewusst sein, was eigentlich ein Indikator ist, damit wir wissen, wieso das nichts bringt. Ja? Ein Indikator ist ja nichts anderes als einfach eine Zusammenfassung der Vergangenheit. Und jeder Indikator hat nur die gleichen Quellen. Also jeder Indikator guckt maximal auf das Open, High, Low, Close und auf das Volumen. Ein Indikator ist quasi nichts anderes als eine Box, wo wir diese Werte reinwerfen. Der Indikator schüttelt die Werte einmal durch und verarbeitet sie dann am Ende. Es gibt also keine, was auch leider einige noch denken, es gibt keine Indikatoren, die einen Blick in die Zukunft haben. Das haben wir noch nicht gefunden, das gibt es einfach nicht. Also Indikatoren, wofür sind sie eigentlich da? Indikatoren sind da, um einfach sofort auf einen Blick zu sehen, wie die Vergangenheit lief. Ich möchte also nicht auf den Chart gucken und mir die letzten 20 Candles zusammenrechnen, um zu wissen, wo gerade der Durchschnitt ist, sondern ich möchte drauf gucken und sehe sofort, okay, wir sind weit über dem Durchschnitt, dann kann ich innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde sagen, wir sind gerade in einem Aufwärtstrend und der ist relativ stark, weil wir relativ weit vom Durchschnitt weg sind. Dafür sind Indikatoren gut, aber alleine als Indikator, als Handelssignalgenerator, sage ich mal, sind sie nicht so zu gebrauchen. Weil wie gesagt, sie fassen einfach nur die Vergangenheit zusammen. Mögliche Signalquellen, also Indikatoren, hatten wir ja gesagt, sind eine Quelle. Soll jetzt nicht heißen, dass es nichts auf der Welt gibt, was mit Indikatoren arbeitet und auch profitabel ist. Wichtig ist halt immer, wie man sie anwendet. Darauf kommen wir auch in der vorletzten Folie nochmal zu der Stopplogik und Entry-Logik. Aber was haben wir noch als mögliche Signalquellen?
Wir haben zum einen mathematische Berechnungen oder Formeln oder auch Modelle, besser gesagt, die wir anwenden können am Markt. Wir haben statistische Auswertungen. Das ist eine Funktion, die wir auch in unserem markttechnischen Trenderkennungsalgorithmus eingebaut haben. Es ist an sich ein Add-on, der das, die Markttechnik im Chart einzeichnet, so wie man sie kennt. Allerdings auch noch mit einem Edge, und zwar einem Vorteil, der eingezeichnet wird. Dieser Edge, dieser Vorteil basiert auf statistischen Auswertungen, wo wir halt geprüft haben, wo ist unter Betrachtung der Vergangenheit der beste Einstieg in der Markttechnik. Und sowas sind halt statistische Auswertungen, die man einfach dafür nutzen kann. Ähnliche Strategien, die haben Sie vielleicht auch schon irgendwo mal gelesen oder von gehört, sind, dass wir an gewissen Zeitpunkten oder unter gewissen Voraussetzungen einfach stur etwas machen können. Dass wir beispielsweise, ich weiß nicht, ob es funktioniert, das ist nur ein Beispiel, dass wir jeden Donnerstag Gold um 18.30 Uhr kaufen können und dann wieder um 14.40 Uhr verkaufen können am nächsten Tag zum Beispiel. Das sind so ja, Auswertungen, die fahren wir über die Vergangenheit, über die letzten, ja, möglichst so lange wie möglich und nötig, zum Beispiel über die letzten 10 Jahre. Da erkennen wir halt ein Muster. Wir erkennen, dass Gold immer am Donnerstag zu Freitag steigt und das könnten wir umsetzen. Und bei dieser Handelsstrategie würden wir ja auch nicht auf gar keinen Indikator gucken. Vielleicht für die Stop-Loss-Bestimmung, um so ein bisschen den Markt groß zu prüfen, aber das Hauptsignal wird halt hier nicht durch einen Indikator generiert. Seasonals guckt genauso nicht auf Indikatoren. Das heißt, hierbei handeln wir einfach gewisse ja, wiederkehrende Ereignisse am Markt, sage ich mal. Ein einfaches Beispiel, der Winter steht vor der Tür, dann werden sich natürlich die Unternehmen freuen oder besonders gut verdienen, die ja, Heizöl verkaufen, die die Straße räumen, die sich darum kümmern, dass private Haushalte, dass der Weg freigeräumt ist und so weiter. Also es gibt immer wieder Ereignisse auf der Welt. Oder auch Weihnachten ist ein ähnliches Beispiel, wobei das relativ gut schon im Voraus eingepreist wird. Weihnachten steht vor der Tür und jeder kauft Geschenke ein. Da freuen sich natürlich gewisse Unternehmen zu. Und das sind so Seasonals, Ereignisse. Und da gibt es ja auch im Internet einige kostenlose Charts, wo wir halt einfach sehen, was ist saisonbedingt einfach da. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder generieren wir dadurch einfach eine Strategie, dass wir sagen, ja, über die letzten 20 Jahre steigt Aktie XY im Winterdienst immer, sobald es kalt draußen wird oder sobald es draußen 20 Grad wird. Und das ist in der Regel vielleicht ja, August, September oder wann auch immer, je nachdem, wo wir halt wohnen. Vielleicht wird es auch gar nicht kalt, dass wir einfach danach handeln. Und eine zweite Möglichkeit ist auch, dass wir diese Erkenntnis einfach dafür nutzen. Also wenn wir wissen, eine Apple, die steigt im November, Dezember überdurchschnittlich, dann sollten wir vielleicht im November, Dezember nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Short-Trades einzugehen. Das heißt, wir haben eine ganz andere Strategie, die handelt jetzt nicht nach Seasonals, aber wir können diese saisonbedingte Auswertung nutzen, um unsere einfach als Trading-Filter. Wir wissen übergeordnet, macht ein Short gerade keinen Sinn. Deswegen lassen wir das und suchen eher nach Long-Trades. Auch eine Möglichkeit. Vorletzte Möglichkeit sind die fundamentalen Daten. Das war das Beispiel ja vom Anfang, dass wir hier einfach ja, uns nicht auf den Chart konzentrieren, nicht auf die Indikatoren konzentrieren, sondern wir schauen einfach, wie robust ist das Unternehmen an sich, wie stark ist es aufgebaut, wie stark sind die, wie hoch sind die Schulden, wie hoch ist der Cashflow, welche Leute sind beteiligt an dem Unternehmen, gibt es irgendwie Ärger in dem Bereich. Das ja, wäre eine Möglichkeit und passend dazu halt auch das News Trading, das kennen wahrscheinlich auch schon einige von Ihnen. News stehen vor der Tür und wir positionieren uns entweder vorher, nachher oder gelesen die News und versuchen auch zu handeln. Da achten wir auch nicht auf einem, ja, auf den Chart, auf dem Indikator oder ähnliches. Da kommt noch eine Zwischenfrage dazu rein. Was ist der Unterschied zwischen einem Indikator und einem diskretionellen Handelssystem? Der Unterschied, ja, Indikator an sich tradet er nicht. Ein Indikator an sich visualisiert einfach nur die Vergangenheit. Beispielsweise rechnet es die letzten 20 Candle zusammen, bildet den Durchschnitt oder rechnet die durchschnittliche Schwankung pro Candle. Das sind ja eher so
ja, wirklich Zusammenfassungen, die einfach die Vergangenheit zusammenfassen und uns ein kurzes Bild drüber geben oder uns sofort sagen, hey, das ist gerade los, so stark schwankt der Markt und so nicht. Und ein Handelssystem wiederum, wie der Name erahnen lässt, das handelt halt wirklich, egal ob es auf einen Indikator achtet oder worauf auch immer. Aber ein Indikator handelt in der Regel nicht und ein Handelssystem generiert die Signale selbst und handelt diese dann auch. Ja, Order- und Volumenanalyse ist der letzte Punkt, auch ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Wir haben noch weitere Informationen, die wir zum Teil auch im Chart sehen. Ich glaube, im MetaTrader 5, da sehen wir ja auch inzwischen das Orderbuch. Wer zum Beispiel mal mit dem NinjaTrader oder auch mit der TWS gearbeitet hat, der wird wahrscheinlich schon mal die Times and Sales gesehen haben. Das heißt, das sind die, ja, da sehen wir quasi, wie viele Stücke zu welchem Preis um wie viel Uhrzeit verkauft oder gekauft wurden. Da gibt es auch diverse Strategien, um zu analysieren, wo gerade viel los ist. Wir können im Orderbuch nachsehen und prüfen, wo große Orders hängen. Wenn wir so wissen, irgendwie am Preis 7.500, da liegt eine große, große Order, die wahrscheinlich nicht innerhalb von ein paar Sekunden abgearbeitet wird, dann könnten wir die Annahme haben, dass zum Beispiel der Kurs da erstmal stehen bleibt, bis die Stücke abgearbeitet werden. Wenn wir merken, oh, das wird ganz schön schnell abgearbeitet, obwohl das Volumen so groß ist, dann können wir wiederum sagen, okay, da ist ein ganz schöner Druck in diese Richtung vorhanden. So, also das ist nur ein kleiner Auszug von dem, was es gibt an möglichen Signalquellen. Man kann da wirklich sehr kreativ sein und das war auch das Ziel heute, dass wir ein paar kreative Ideen vorstellen. Und deswegen kommen wir gleich mal zu der Google Trendstrategie. Was ist die Google Trendstrategie? Ich hatte es am Anfang ganz kurz erwähnt. Die Masse wird ja in der Regel immer recht haben. Oder auch beim Trading wollen wir auch mit der Masse gehen. Oder noch besser, wir wollen ganz vorne stehen, wenn die Masse uns hinterher rennt. Bei der Google Trendstrategie achten wir auf den Suchverlauf auf der gesamten Welt. Das heißt, um bei dem Beispiel vom Anfang zu bleiben, wir prüfen bei Google, dafür gibt es eine kostenlose Seite, können Sie einmal kurz googeln nach Google Trend Charts oder Auswertung oder ähnliches, da finden Sie die offizielle Seite von Google und da können Sie nach Begriffen suchen, beispielsweise nach iPhone, nach Forex Trading oder ähnliches und dann bekommen Sie eine Auswertung. Wir sehen also, wie viele Leute haben heute, gestern, vorgestern, in der letzten Woche, ich glaube, das ist sogar wochenbasierend, nach etwas gesucht. Dann können Sie sich daraus halt einen Durchschnitt bilden. Sie sehen starke Anstiege oder ähnliches und das können Sie halt fürs Trading verwenden. Woher kommt die Grundidee? Google selbst nutzt was Ähnliches nicht für das Trading, sondern für die Grippewarnung. Vielleicht haben Sie davon auch schon mal gehört. Wenn in irgendeinem Ort der Welt besonders viel nach Symptomen einer bestimmten Krankheit gegoogelt wird, dann ist es für Google ein Zeichen, dass dort gerade eine Krankheit ausbricht. Ich glaube, gerade in der Vergangenheit gab es diese Fälle öfters bei der Grippe. Ich glaube, letztes Jahr war das. Da konnte man quasi anhand der Suchanfragen herausfinden, wo die Grippe gerade stark verbreitet ist und wo sie sich hin ausbreitet. Ist an sich logisch von der Idee. Man wird nicht ohne Grund oder aus Spaß einfach zu Hause sitzen und danach googeln, was es denn ist, dass man ja starke Halsschmerzen hat oder irgendwie brechen muss oder irgendwelche bunten Flecken am Körper hat. Das macht man ja nicht aus Spaß, sondern dahinter steckt ja irgendwie schon ein Interesse daran. Und da finde ich die Idee an sich sehr gut. Wenn die Masse nach etwas sucht, dann steckt dahinter auch was. Und das Ganze haben wir uns auch für das Trading genutzt. Natürlich wollen wir jetzt nicht die Grippe-Alarme traden, sondern wir suchen jetzt beispielsweise in diesem Chart hier. Da haben wir nach dem Begriff Schulden gesucht. Der rote Chart oder die rote Linie besser gesagt, das ist der S&P-Verlauf. Und der blaue Chart ist der Verlauf oder der Performance-Verlauf besser gesagt dieser Strategie. Wie sieht die Strategie von der Logik aus? Wir schauen nach, was oder wie groß sind die durchschnittlichen Suchanfragen nach Schulden. Wir haben also einen Durchschnitt über die Suchanfragen und wir wissen, beispielsweise suchen jeden Tag 100.000 Leute auf der Welt nach dem Begriff Schulden. Das ist vielleicht der Durchschnitt.
Und plötzlich haben wir irgendwann einen starken Anstieg. Es sind nicht mehr 100.000, sondern es sind jetzt 4 Millionen. Jeden Tag werden es mehr. Und das nicht nur einem Tag, sondern wirklich von Tag zu Tag wächst diese Suchanfrage. Dann ist es auch nicht ohne Grund. Die Leute, wenn nicht zu Hause auf Spaß nach Schulden suchen oder nach Krise suchen oder nach ähnlichen Keywords, sondern da steckt auch wieder etwas dahinter. Und die Google Trends Strategie, die nutzt das aus. Ganz simpel dargestellt ist die Logik wie folgt. Sind die Anfragen nach Krise gerade überdurchschnittlich hoch, dann shorten wir den S&P. Und wenn die Suchanfragen unterdurchschnittlich nach Krise sind, dann kaufen wir den S&P. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn gerade nicht viele nach Krise suchen, sondern wahrscheinlich eher nach anderen tollen Begriffen, dann gibt es nichts Schlimmes auf der Welt. Dann können wir davon ausgehen, dass der Markt steigt. Und wenn die Masse danach sucht und sich Sorgen macht um Schulden, um Krise oder halt um solche Hot Keywords, sage ich mal, sucht, dann ist da irgendwas im Busch. Und das nutzen wir mit der Strategie hier aus. Genau, also bei den Suchanfragen können wir sehr kreativ sein. Und wenn wir halt Indizes handeln wollen, dann sollten wir natürlich einen allgemeineren Begriff nutzen wie Schulden, Krise, Krieg oder ähnliches. Und wenn wir aber bestimmte Aktien handeln wollen oder einzelne Werte, dann macht es eher Sinn, wenn wir beispielsweise die Suchanfragen prüfen wie Insolvenz oder Insolvent plus ein Aktienname, beispielsweise Insolvenz VW. Da sind Suchanfragen natürlich vor kurzem auch sehr stark angestiegen. Nicht ohne Grund. Wenn wir also die ganzen Nachrichten vergessen oder nicht auf den Chart achten, sondern wir gucken einfach nur mal die Suchanfragen uns an, dann würden wir ganz stark sehen, dass es irgendwo einen Anstieg gab. Und den gibt es auch nicht umsonst. Also ich google jetzt auch nicht umsonst nach Apple-Insolvenz oder ähnliches. Da steckt also wirklich was dahinter. So, und das ist die Grundbasis. Und das Interessante an der Strategie, wie ich finde, ist, dass sie in der Grundbasis schon profitabel ist. Das heißt, wir haben hier in der Grafik von eben, da steckt nichts anderes hinter als diese Bedingungen, die ich eben genannt habe. Das heißt, kein Prüfen auf dem Durchschnitt, keine Stop-Loss-Logik, keine exotische Entry-Logik. Das finde ich für eine Handelsstrategie immer sehr, sehr wichtig. Wenn die Basis robust ist, ohne viel Schnickschnack und ohne viele Bedingungen, wenn nicht am Donnerstag traden und Freitag nur traden, wenn draußen 20 Grad sind, das ist schon alles fast überoptimiert. Und hier haben wir wirklich eine recht solide Strategie, die über Jahre funktioniert hat. Man muss nur schauen, welche Produkte möchte man handeln und nach welchen Keywords sucht man hier. Das ist natürlich keine Strategie, die kurzfristig funktioniert, sondern hier sind wir schon Wochen oder Monate investiert. Gut, kommen wir zu der interessanten Mondphasenstrategie. Ich glaube, die habe ich auch schon öfters erwähnt. Dafür gehe ich einfach mal auf den Chart. Ich habe hier den MetaTrader 4 auf mit dem Euro-Dollar im Tageschart. Und die Strategie sieht wie folgt aus. Wir handeln halt wirklich nur strikt nach dem Mond, also nach den Mondphasen. Wenn wir hier einen Vollmond haben, dann heißt es, wir handeln, oder dann gehen wir davon aus, dass der Markt steigt. Und wenn wir einen Neumond haben, dann gehen wir davon aus, dass der Kurs fällt. Klingt ja eigentlich relativ einfach. Ich habe das mal für dieses Jahr im Chart eingezeichnet hier. Das heißt, wir sehen, kurz gucken, wo die Maus ist. Kommt gleich wieder. Kurz den Vollbildmodus verlassen. So, haben wir gleich. So, da sind wir. Also wir sehen hier die rote Linie. Die rote Linie, das ist der Punkt, wo wir sagen, wir sind der Meinung, dass der Kurs danach fällt. Das sind halt die Vollmondphasen. Und die grünen Punkte, das sind die Neumondphasen. Das sind die Punkte, wo wir davon ausgehen, dass der Markt danach wieder steigt. Grundidee hinter der Strategie ist, dass wir erstmal nur die Shorts betrachten. Und wenn wir uns hier anschauen, wir sind hier Short gegangen. Hier wäre der Exit, war ein schöner Trade. Hier sind wir Short gegangen. Hier wäre der Exit, das wäre ein kleiner Verlust gewesen. Hier wären wir Short gegangen, hier zum Neumond wieder rausgegangen und wäre ein schöner Gewinn. Hier das Gleiche, vor dem Mond, wir gehen Short, Neumond, wir schließen die Position mit einem kleinen Gewinn. Das Gleiche können wir auch auf der Long-Position fahren, das sind quasi die Phasen dazwischen.
wir hätten hier kaufen können, das wäre halt ein Verlust. Wir hätten hier diese Phase kaufen können, das wäre ein schöner Gewinn. Wir hätten diese Phase wieder kaufen können, wäre auch ein schöner Gewinn. Und wir hätten jetzt die folgende Phase auch noch kaufen können. Da war es jetzt gar nicht, wann da der letzte oder der nächste Neumond war und wir die Position schließen, sollte aber hier so in dem Bereich gewesen sein, also auch ein Gewinn. Also Grundstrategie, wirklich recht simpel. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das Kaffeelesen, ist das Quatsch oder hat das wirklich irgendwie einen Sinn? Ich persönlich bin immer der Meinung, dass eine Strategie, dass die Grundidee einer Strategie schon logisch sein sollte. Ich bin jetzt kein Fan davon, wenn wir jetzt sagen, ich trade nur den DAX long, wenn draußen mindestens 25 Grad sind, dann fehlt mir der Bezug zum Markt. Aber hier betrachten wir den Mond. Und beim Mond ist natürlich, kann man natürlich alles begründen, aber beim Mond finde ich den Bezug schon da. Der Mond hat ja auch irgendwie, nicht nur irgendwie, sondern schon eine große Auswirkung auf uns. Das merken wir zum einen durch die Ebbe und Flut. Und zum anderen natürlich, was man öfters hört von Freunden, Kollegen, Familie. Ja, ich konnte gestern nicht schlafen. Irgendwie war da was. Und dann lesen wir es in der Zeitung. Okay, es war Vollmond. Also gibt es schon viele Punkte, wo wir sagen, es hat irgendwie eine Auswirkung auf uns. Und hier bei dieser Handelsstrategie können wir das natürlich auch behaupten. Es ist schwer zu erklären, wo genau da die Beeinträchtigung bei uns liegt. Aber das Interessante an dieser Strategie ist, dass sie halt nicht irgendwie neu ist. Also sie wurde jetzt nicht irgendwie vorgestern erfunden und man hat jetzt irgendwie eine gecurve-fittete Strategie entwickelt, sondern die Strategie existiert schon oder ich habe sie schon in Literaturen gefunden, die um 1998 veröffentlicht wurden. Also die Strategie existiert schon mindestens ein paar Jährchen, knapp 20 Jahre. Und sie läuft heute immer noch so wie mit dem Parameter von damals. Das find ich persönlich sehr interessant. Und da steckt so wie auch bei der Google-Strategie ziemlich viel Optimierungspotenzial. Was wir eben gemacht haben hier im Chart, wir haben jetzt keinen Stop ausgesetzt, wir haben keinen Trailing-Stop gesetzt. Wir könnten hier noch einen Filter hinzufügen, dass wir sagen, ich trade es jetzt aber nur, wenn wir weit vom Durchschnitt entfernt sind oder. Es gibt hier wirklich noch sehr, sehr viel Potenzial. So haben wir nur zwei Regeln. Neumond, Vollmond, kaufen, verkaufen, das war's. Das ist ziemlich, ziemlich simpel. Aber ich persönlich bin immer ziemlich Fan von solchen simplen Strategien, weil die einfach nicht anfällig sind. Laufen wir nicht der Gefahr des Curve-Fittings, sondern die sind einfach robust, verständlich und man kann in der Praxis sehr, sehr wenig falsch machen. Hier ist es theoretisch auch nicht schlimm, wenn wir jetzt nicht um Mitternacht am Rechner sind und aus dem Fenster gucken und sehen, okay, wir haben jetzt hier Vollmond oder Neumond. Man kann die Signale auch immer noch etwas später annehmen. Und das ist gerade interessant für wahrscheinlich die Mehrheit von Ihnen, die einfach noch einen Beruf nachgehen, der nichts mit dem Trading zu tun hat. Oder ja, auch wenn nicht, man hat nicht immer Zeit, man hat auch noch Familie, Freunde und ist da ziemlich eingenommen im Leben, sage ich mal. Na gut, ich gehe mal wieder zurück. Genau, die Phasen an sich von den Mondphasen, da gibt es kostenlose Kalender im Internet. Einfach kurz mal googeln nach Mondkalender. Da gibt es viele kostenlose. Ich habe hier den einen von schulferien.org genommen. Den können Sie sich einfach mal kurz angucken. Schauen mal rauf und dann, wenn Sie Interesse an dieser Strategie haben, dann können Sie einfach mal kurz den Chart aufmachen und die Punkte einfach mal einzeichnen. Dann können Sie mal kurz grob den optischen Backtest machen, vielleicht auch mit anderen Assets, vielleicht traden Sie lieber den Euro-Dollar. Schauen mal rauf und können dann anfangen, die Strategie weiter auszubauen. So. Gehen wir etwas weg von der Hokus-Pokus-Strategie und gehen zu der Top-Aktien-Strategie. Das ist auch wieder eine Strategie, völlig losgelöst vom Chart, von Indikatoren, von irgendwelchen bunten Sachen am Chart. Hierfür mache ich einfach mal kurz einen Aktienscreen auf, um Ihnen das mal in der Praxis zu zeigen. Ziehe ich gleich rüber. Einen Moment bitte. Also ich nehme hier einfach mal einen kostenlosen Screener, den kennen vielleicht die einen oder anderen von Ihnen, das ist Finvis.
ist eine kostenlose Seite, es sind ein paar Aktiencharts, fundamentale Daten. Das soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Wir, oder ich möchte jetzt mal auf den Screener hier oben gehen, weil ich etwas Bestimmtes ja, ausnutzen möchte. So, mit dem kostenlosen Account sind hier die Daten 15 Minuten verzögert. Das reicht jetzt völlig für unsere Strategie. Wir haben eine Übersicht über alle US-Strategien. Das sind um die 7082, sehen wir hier oben. Und ich sortiere das Ganze jetzt einfach mal nach dem Change, also nach der Veränderung heute. So, was haben wir hier für Werte? Wir haben hier oben jetzt erstmal die Top-Loser heute. Wenn wir auf die Aktien gehen, sehen wir hier Down-Gap von 70%, ja, nach der Eröffnung 20% gefallen, 14% gefallen, 13% gefallen. Das Ganze können wir auch noch umdrehen, um die Top-Gewinner heute zu sehen. Dann sehen wir hier 37% gestiegen, 35% und so weiter. Also wir können das hier durchsehen. Durchgehen mit der Maus und sehen so die Top-Gewinner und Top-Loser heute. So, was machen wir mit den Werten? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, was wir jetzt hiermit anstellen können. Zum einen sollten wir natürlich den Screener an sich noch ein bisschen besser konfigurieren. Wir haben jetzt natürlich viele Penny-Stocks drin. Das wird man wahrscheinlich ja, am Volumen so ein bisschen sehen. Hier zum Beispiel war jetzt nicht allzu viel Volumen bisher. Jetzt ein starker Volumenanstieg, also wir können hier noch einfach die ganzen Sachen ein bisschen filtern nach der Market Cap, also wir wollen jetzt keine Penny Stocks Aktien handeln, sondern möchten Aktien handeln, die auch ja, vielleicht im Small Cap Bereich sind, das heißt 300 Millionen bis 200 Millionen, noch größere, noch kleinere, also wir können uns hier ziemlich viel einstellen, um einfach so die, ich sag mal, die Short Aktien einfach rauszuhauen. Wir wollen jetzt nichts handeln, was irgendwie durch irgendwelche Spam-Newsletter mal hochgezockt wurde oder ähnliches, sondern wir wollen kleine, große, mittelgroße Aktien haben, die einfach sich groß bewegen. Und mit den Werten können wir jetzt zwei Dinge machen. Zum einen könnten wir einfach mal durchprüfen, wie verhalten sich diese Aktien. Also wie verhalten sich zum Beispiel die Top 5 Aktien, die jeden Tag immer gestiegen sind. Kann ich vielleicht eine Strategie fahren, dass ich darauf setze, also dass ich der Meinung bin, die Bewegung war nicht umsonst, sondern da steckt etwas dahinter und ich springe auf den Zug auf. Oder ich erkenne irgendwelche Muster, um genau dagegen zu setzen, dass ich sage, naja, die Aktie hier ist heute um 37% gestiegen. Gut, es gab keine Nachrichten. Ich sehe jetzt da keinen Grund, wieso, dass wir diese Top-Aktien immer shorten. Das müsste man einfach mal durchprobieren. Das ist die eine Sache, also dass wir wirklich einfach nur stur diese Aktien handeln. Und zum anderen allerdings können wir es auch einfach als Filter verwenden. Wenn Sie vielleicht irgendeine Handelsstrategie haben, die nur dann funktioniert, wenn wir gerade wirklich Bewegung im Markt haben, dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn wir jetzt irgendwie die Aktien handeln, die ja, bei plus minus 0,13% sich heute bewegt haben und wir zurückblicken und sehen, naja, so wirklich Bewegung ist da nicht. Also wenn Sie eine Strategie haben, die darauf ausgelegt ist, dass Bewegung am Markt ist, dann können Sie auch einfach danach filtern. Also sagen, okay, ich gucke mir heute, ich suche mir heute die Top 5 und Top oder Flop 5 Aktien raus, nehme die in mein Portfolio, wende da meine Strategie an oder trade mein automatisches Handelssystem damit. Gibt es viele Möglichkeiten. Also auch beim Screener lassen Sie sich ruhig nicht von abschrecken von den ganzen Einstellungen her. Ist auch nur eine Beispielstrategie, Sie brauchen nicht alle Parameter, aber es wäre halt eine weitere Möglichkeit, um Signale zu generieren, völlig ohne Indikatoren, völlig ohne Charts, sondern wir schauen ja einfach auf Werte, gut, die Prozentwerte, die sehen Sie theoretisch auch im Chart, aber im Chart hätten Sie jetzt nicht die Möglichkeit, einfach auf fundamentale Daten zuzugreifen, auf die Market Cap, auf die Schulden aktuellen, wie viele Insider-Transaktionen und so weiter gibt. Ist ein Thema für sich, das Screening von Aktien oder generell das Screening von Devisenpaaren oder ähnliches. Aber wie gesagt, hat auch eine Strategie, um damit zu, ja, zu handeln, ohne die bunten schönen Indikatoren zu nutzen. So, kurz wieder rein. Genau, das Thema hatten wir, denke ich, mal soweit durch. Kreative Stop- und Entry-Logik. Ein Thema, was auch immer sehr oft unterschätzt wird. Nehmen wir an, wir haben jetzt eine Handelsstrategie entwickelt. Zum Beispiel haben wir jetzt die Mondphasenstrategie, die ist im Grundsystem profitabel. Wir wissen, wann wir rein müssen, wieder müssen, wann wir raus müssen. Viele machen den Fehler, ich behaupte, es ist ein Fehler, viele machen den Fehler und sie handeln diese Signale sofort.
Also wer zum Beispiel passend zum Thema zwei Durchschnitte hat, die er als Signal nutzt und sofort handelt, wenn sie sich kreuzen, ist es eine Methode. Aber wir können dieses Prozedere noch optimieren. Wenn wir mal einen Chart hier mit dem Mondphasen Euro-Dollar. Wir können natürlich einfach sagen, okay, ich steige hier immer sofort an. Sobald der Vollmond oder Neumond da ist, steige ich ein, gehe long oder short. Wir können hier allerdings noch ein paar Zusätze verwenden. Wir können zum Beispiel sagen, wir haben hier den ATR. Der ATR misst die durchschnittliche Tagesschwankung einer Candle, also die durchschnittliche Schwankung der letzten, in diesem Fall 14 Tage. Mal gucken, wo meine Maus wieder hin ist. So, das wieder. Und zeigt uns die an. Also wir sehen ja zum Beispiel durchschnittliche Tagesschwankung von ja, so 60, irgendwie sind 50, geht hoch bis 130. Und sehe ich, der Schnitt müsste hier bei 90 Pips sein. Wir wissen, zu diesem Zeitraum bewegt sich der Euro-Dollar durchschnittlich um 90 Pips am Tag. Was können wir damit machen? Entweder steigen wir sofort ein oder wir sagen, wir packen immer ein Band drum. Das heißt, da wo die Linien sind, da haben wir, kurz meine Maus wiederholen, und da haben wir ja immer ein Signal, rein, raus, rein, raus. Das Ganze können wir aber optimieren, indem wir zum Beispiel sagen, hier kommt mein Signal, ich trade nicht sofort, sondern ich gebe eine Order, die zum Beispiel X über dem Kurs ist. Das heißt, hier wollen wir short gehen, dann packe ich mein ATR rauf, mein ATR ist aktuell bei 90, dann sage ich, ich möchte nicht sofort einsteigen, sondern ich möchte, dass der Kurs nach mindestens um 40 Punkte steigt, weil ich sage, der Markt bewegt sich durchschnittlich am Tag um 80, 90 Pips. Wenn er sich also jetzt morgen wieder um 80, 90 Pips bewegt, dann ist nichts passiert. Dann ist das so die normale Tagesschwankung im Markt. Das heißt, ich habe hier die Annahme, er bewegt sich auch zukünftig durchschnittlich in etwa in dem Bereich. Und dann habe ich die Erwartung, dass der Markt, so wie ganz oft, das merken Sie wahrscheinlich auch beim manuellen Trading, dass der Markt ganz oft nicht sofort für uns läuft. Das ist natürlich schön, das sind so die Supertrades, aber wir haben es ganz oft, dass der Markt erstmal gegen uns läuft, weil es einfach eine natürliche oder normale Marktschwankung ist. So, kurz mal wieder meine Maus holen, tut mir leid. Das heißt, in diesem Fall würde ich dann also sagen, ich gehe nicht sofort short, sondern ich packe noch einen halben ATR rauf und gehe hier oben short. Das gleiche auch hier. Hier müsste man genau nachsehen, vielleicht würde man hier keine Ausführungen bekommen. Wäre allerdings auch nicht schlimm, dann hätten wir hier keinen Verlust gemacht. Hier wiederum hätten wir hier die ATR aufgepackt, hätten wir wahrscheinlich keinen Einstieg gehabt. Hier wiederum hätten wir wahrscheinlich erst später einen Einstieg gehabt und so weiter. Also es ist jetzt diese 4-5 Trades sind jetzt hier nicht aussagekräftig, aber es ist ein Beispiel, wie wir damit umgehen können. Wir können jetzt also auch rein theoretisch noch einen Durchschnitt draufpacken und sagen, ich gehe die Long Trades nur dann ein, wenn die Neumond- oder Vollmondphase über oder unter einem Durchschnitt ist. Ja, sowas halt. Oder wir trailen den Stop-Loss einfach entsprechend vom Parabolic-Saal und ziehen den dadurch immer nach. Also es gibt viele Möglichkeiten, um ja so ein bisschen wegzugehen von diesem Standard, ja, ich sag mal so viel Standard-Trading, dass wir uns auch nicht nur darauf konzentrieren, einen schönen Einstieg zu haben oder ein schönes Signal zu haben, sondern dass wir auch gucken, dass wir beim Einstieg noch ein paar Pips oder Punkte rausholen, indem wir einfach nicht sofort einsteigen, sondern sagen, naja, der Markt bewegt sich noch ein paar Punkte, da wird ja garantiert noch ein bisschen gegen mich laufen, also warte ich noch etwas mit dem Einstieg. So, da sind wir schon auf der nächsten, machen wir zurück. Das haben wir soweit. Bei der ganzen Sache gibt es natürlich noch eine große Problematik oder einen großen Vorteil, den wir haben, wenn wir einfach nach den Indikatoren traden. Was brauchen wir für einen Backtest? Also wenn wir prüfen möchten, wie eine Strategie in der Vergangenheit funktioniert hätte, dann brauchen wir eigentlich nur eine Trading-Software, beispielsweise den MetaTrader 4 oder 5 und historische Daten. Die bekommen wir in dem MetaTrader auch relativ einfach und ohne großen Aufwand heruntergeladen. Indikatoren sind auch schon drin und die Indikatoren, die generieren ihre Werte ja während des Backtests. Das heißt, ich starte ihn von 2010, und die Indikatoren fangen an, ihre Werte von 2010 an auch zu berechnen. Also hier habe ich keinen großen Aufwand, ich kann relativ einfach den Backtest umsetzen und auch durchlaufen lassen. Wenn ich jetzt allerdings eine Strategie habe, die zum Beispiel auf fundamentale Daten achtet, das heißt, jeden Tag prüft, wie hoch ist die Schuldenrate oder wie ist der Cashflow oder die Market
Kapitalisierung einer Aktie, dann habe ich natürlich ein Problem, dass ich die Daten historisch herbekommen muss. Historische Daten an sich, die sauber sind, sind nicht günstig, und fundamentale Daten, die sind nochmal teurer. Also das ist natürlich so der große Vorteil von Bloomberg, oder wieso viele große Trader oder besser gesagt Vermögensverwaltungen auf Bloomberg setzen, da existieren natürlich die ganzen Daten. Für einen, ich sage es einfach mal, kleineren Trader ist es ziemlich schwer, an diese Daten zu kommen. Deswegen muss man sich mal im Vorfeld überlegen, welche Daten beziehe ich ein? Ich sollte nicht allzu viele Daten einbeziehen, und kriege ich die überhaupt her? Bei der Google-Trendstrategie haben wir die Problematik jetzt nicht. Da können wir die historisch auch herunterladen über die API. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel solche Top-Flop-Aktien traden möchten, dann wäre es auch noch möglich, dass wir einfach die historischen Kurse nehmen und dann jeden Tag durchrechnen, was waren heute die Gewinner, was waren heute die Verlierer. Das würde auch funktionieren. Aber wenn wir wirklich tief in die fundamentale Geschichte gehen, dann wird es, also es ist nicht unmöglich, möglich ist sehr, sehr vieles, aber es wird relativ teuer und zeitaufwendig in dem Bereich. Gut, schauen wir nochmal auf das Fazit. Also, ganz wichtig, meine Hauptmessage von heute ist eigentlich, dass Indikatoren oder Handelsstrategien keine Indikatoren zwingend benötigen. Die Masse bringt Handelsstrategien immer mit Indikatoren in Verbindung. Das merken wir auch in der Kundenarbeit mit unseren Tradern, Traderkunden bei Algocamp. Fast jede Strategie oder so gut wie jede Strategie achtet bei der Signalgenerierung irgendwie auf Indikatoren. Es ist prinzipiell nicht schlecht. Es gibt durchaus profitable Handelsstrategien, aber wichtig ist mir, Ihnen hier keine Infos vorbehalten möchte, und ich Ihnen hier die Infos auf jeden Fall mitgeben möchte, dass es noch viel, viel mehr da draußen gibt, außer nur die Indikatoren. Hauptmessage bei den Indikatoren ist natürlich, sie haben keinen Blick in die Zukunft. Das haben wir auch schon öfters bei unseren internen Coachings gemerkt. Es gibt, also viele Trader nehmen wirklich an, dass die Indikatoren einen Blick in die Zukunft haben. Zum Beispiel, dass der Ichimoku eine Zukunftswolke hat. Also das gibt es aber nicht. Sondern Indikatoren sind wirklich nichts anderes als einfach nur eine Zusammenfassung der Vergangenheit. Und wichtig ist es hier, dass wir jetzt nicht die Indikatoren von unserem Rechner löschen und nie mehr verwenden, sondern dass wir sie einfach nur mit Vorsicht nutzen und auch richtig anwenden. Beispielsweise, also ich privat nutze beispielsweise im manuellen Trading nur einen einzigen Indikator, das ist der ATR, einfach nur aus dem Grund, um zu sagen, wenn ich jetzt im DAX einen Trade eingehe und einen Stop-Loss habe von 20 Punkten und ich gucke auf den ATR und sehe, dass der Kurs, dass der Markt jeden Tag durchschnittlich um 200 Punkte sich bewegt, dann brauche ich keinen Stop-Loss von 20 Punkten zu setzen, weil ich weiß, wenn der Markt einfach nur und mal kurz niest oder hustet, dann ist mein Stopp gerissen. Also dann ist vielleicht mein Setup noch gültig, aber nur weil ich ausgestoppt wurde, bedeutet das nicht, dass mein Setup jetzt nicht mehr gültig ist. Das ist für mich ein Indikator, wo ich sage, er erfüllt seinen Zweck. Er fasst die Vergangenheit für mich zusammen. Ich muss nicht mit Taschenrechner raus und nachrechnen, sondern ich sehe die Infos sofort, die ich halt brauche. Ja, die Basis einer Strategie sollte unbedingt logisch sein und auch erklärbar sein. Ich weiß, bei der Mondphasenstrategie bewegt man sich wahrscheinlich so ein bisschen an der Grenze von dem, was logisch ist und was nicht. Aber ich denke mal, da sind wir uns einig, wenn wir jetzt jemanden haben, der nach dem Kaffeesatz handelt oder nach dem Wetter draußen handelt, dass das vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt ist und der Bezug zu dem Markt dann fehlt. Ja, der hohe Aufwand bei der Strategieentwicklung, das war die letzte Folie, die sollten wir unbedingt nicht missachten. Indikatoren zu nutzen oder einen Backtest durchzuprüfen, ist relativ einfach und nicht allzu kostspielig. Wenn wir das Ganze halt mit Google Trends nutzen möchten oder fundamentale Daten verwenden oder, also quasi Daten verwenden, die nicht in unserer Trading-Software vorhanden sind, dann bedeutet das ziemlich hoher und großer Aufwand, und je nachdem, wer es umsetzt, dann ist das Ganze auch noch mit Kosten verbunden. Ein ganz wichtig, letzter Punkt, kurzfristige Strategien sind nur schwer zu realisieren. Gerade beispielsweise bei der Google Trend Strategie, da finden wir natürlich keine Strategie, die jetzt irgendwie Minuten durchschnittlich 5, 10, 20, 30 Minuten hält.
Google selbst veröffentlicht die Daten ja auch nicht in Lifetime, sondern die werden, ich habe es nicht genau im Kopf, entweder zum Tagesende oder auch nur zum Wochenende zusammengefasst veröffentlicht. Da müssen wir uns natürlich darauf vorbereiten, dass wir die Sachen schon ein paar Tage, Wochen oder vielleicht auch Monate halten. Bei der Top-Flop-Geschichte ist es wahrscheinlich ja nicht so, da werden wir die Positionen höchstwahrscheinlich zum Tagesende schließen können. Aber wir finden jetzt hier nichts, was extrem kurzfristig ist. Es gibt natürlich auch Strategien, die beispielsweise Twitter untersuchen und prüfen. Gibt es irgendwelche Leute da draußen, die, oder gibt es gerade viele Leute, die etwas zur Aktie XY posten in Verbindung mit Insolvenz, Krise, Verkauf, Kauf, Übernahme oder ähnliches? Und danach kann man auch Signale generieren. Das ist wahrscheinlich etwas kurzfristiger, aber wir werden hier höchstwahrscheinlich keine Scalping-Strategie finden, die jetzt zum Beispiel auf fundamentale Daten achtet. Ist alles möglich, sage ich mal immer wieder gerne. Es ist wirklich alles möglich, aber wir müssen mal schauen, dass die Erträge auch zum Aufwand ja, passen, nur dass die Verbindung da einigermaßen stimmt. Gut, dann sind wir auch schon erstmal am Ende der Präsentation. Ich schaue mir mal die Fragen durch. Wenn Sie noch Fragen haben, dann können Sie die jetzt sehr, sehr gerne stellen. Wir haben ja noch etwas Zeit dafür. So, ich schaue mal. Wo findet man das bei Google? Ja, ich suche mal kurz den Link raus. Kann Ihnen das mal zeigen? Haben wir gleich. So, das ist trends.google.de. Da gibt es auch noch einige andere Programme von Google. Ich schicke Ihnen gerne mal den Link in die Box an alle. Genau, da sieht man jetzt beispielsweise in der Übersicht nichts Interessantes für uns. Da geht es um irgendwelche Stars, wonach viele gerade googeln, irgendwelche Singles, Alben, die gerade rauskommen. Aber ähnliches Verfahren. Viele suchen gerade nach irgendeinem Album, nach irgendeinem Interpreten, nach irgendeinem Film, nach irgendeinem Schauspieler. Dann muss da irgendwas los sein. Dann gibt es einen neuen Film, ein neues Album oder was auch immer. Und dann gibt es von Google auch noch den Google Keyword Planner. Der ist eigentlich dafür da, um Werbeanzeigen bei Google zu schalten, hat aber die Funktion, dass wir da sehen, wie groß die Anfragen sind. Also wir sehen beispielsweise, wie viele Leute googeln durchschnittlich nach Flachbildfernseher. Und dann sehen wir zum Beispiel auch den Preis, den wir zahlen müssten, wenn wir bei Google jetzt eine Werbung schalten möchten. Die Info soll uns nicht weiter interessieren, aber wir sehen da halt auch die Anfragen und ob sie überdurchschnittlich sind, unterdurchschnittlich oder wie überhaupt die absolute Zahl ist. Gut, ja, weitere Fragen immer noch her. Falls noch etwas unklar ist. Erstmal nicht anscheinend. Das freut mich natürlich. Ja, dann nutze ich gerne noch die restlichen 5 Minuten. Vielleicht kommt noch etwas, um noch mal kurz einen Blick zu werfen, was in der Zukunft noch so Schönes auf uns wartet. Ich gehe mal kurz hoch. Dauert einen Moment. So, da haben wir schon. So, jetzt hängt mein Rechner. So, jetzt geht es ja echt mal kurz auf die Seite von Xplat, um mal zu schauen, was sie noch zukünftig für interessante Webinare geplant haben. Es gibt nämlich auch im Juli das Bitcoin-Webinar, sehr interessant. Genau, Teil 4 von dieser Reihe kommt ich schau mal kurz nach, am 10.7. um 18 Uhr. Da gibt es den vierten Teil der Webinarreihe. Dann haben wir am 19.7. um 18 Uhr ist das Webinar zu Bitcoin-CFDs. Sehr, sehr interessant, ich finde. Da ja jetzt als Expert auch den Bitcoin-CFD-Handel anbietet, haben wir dadurch viel, viel mehr Möglichkeiten in dem Bereich. Bisher war der Bitcoin-Handel ja relativ, ja, ich sag mal so ein bisschen den IT-Profis vorbehalten. Es war relativ schwer, ohne auf unseriösen Seiten zu gehen oder auf exotischen Seiten zu gehen, sich Bitcoin zu kaufen.
auf fallende Kurse zu setzen, war ja kaum bis fast gar nicht möglich. Und durch die CFDs haben wir jetzt natürlich die Möglichkeit. Da gibt es auf jeden Fall sehr interessante Punkte zu. Und dann haben wir auch noch am 18.09. das Webinar Gute Expert Advisor, Schlechte Expert Advisor, wo es so ein bisschen darum geht, wie wir erkennen, welche EAs sind gut, wo sollten wir die Finger von lassen, welche können wir kaufen, worauf müssen wir achten. Historische Kursdaten hatten wir auch eben im Webinar angesprochen. Das ist am 22.08. Da geht es nochmal um einen ganz wichtigen Punkt, der oft unterschätzt wird. Wie wichtig sind historische Daten? Welche kann ich verwenden? Kann ich sie mir einfach kostenlos bei Yahoo runterladen? Vorweg, nein, lieber nicht. Da gibt es sehr, sehr viele Punkte, wo wir uns einfach falsche Ergebnisse in die Tasche lügen. Da müssen wir unbedingt aufpassen. Und dann haben wir noch zwei weitere Webinare. Eins am 16.10. zu dem Thema Vertrauen in ein EA aufbauen. Auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir sehr oft in der Kundenarbeit merken. Auf dem Demokonto lässt man ganz ohne Sorgen ein Handelssystem laufen. Aber spätestens dann, wenn wir das Ganze auf ein Live-Konto anwenden, dann ist es irgendwie ein komisches Gefühl, wenn ein Roboter plötzlich das eigene Geld verwaltet. Und wenn man dann noch schlafen gehen soll, ist es sehr komisch, wenn man es noch nie gemacht hat. Dann beschäftigen wir uns halt mit dem Thema, wie da der Umstieg bei Ihnen klappt, ohne dass Sie nicht mehr schlafen können. Und vorerst, das letzte Webinar ist dann am 21.11. für dieses Jahr, Trading-Sparplan. Und zwar geht es darum, Trading-Kapital mit dem richtigen Money-Management-Algorithmus aufbauen. Damit meine ich jetzt nicht die Standard-Floske von wegen, riskieren Sie nur 1% und irgendwas, sondern hier geht es wirklich um Punkte, wie Sie mit wenig Geld durch einen Trading-Sparplan ein großes Konto aufbauen, indem Sie halt regelmäßig das Geld zum Beispiel einzahlen nach einem gewissen Plan. Und noch viel wichtiger, wie Sie dann das Volumen Ihrer Strategie erhöhen. Also, Volumen lässt sich einfach erhöhen, aber es gibt diverse Methoden und Modelle, die noch nicht so groß behandelt wurden in dem Trading-Bereich, die dafür sorgen, dass sie ihre Strategie, ihre profitable Strategie nicht dadurch kaputt machen, dass sie das Volumen einfach am falschen Moment erhöhen oder herabsinken. Ja, kam bisher keine weiteren Fragen. Dann hoffe ich, habe ich soweit alles beantwortet und habe Sie ohne offene Fragen zu Hause gelassen. Dann bedanke ich mich an der Stelle auf jeden Fall für Ihre Zeit, trotz des einigermaßen guten Wetters. Wenn noch weitere Fragen sind, wenn Ihnen noch irgendwas einfällt, dann können Sie uns sehr gerne kontaktieren. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an mail@algocamp.de oder gehen Sie auf unsere Website und nutzen da einfach unser Kontaktformular, nutzen den Rückrufservice oder Sie rufen einfach an, da können Sie sich auswählen, wie, wann und ob Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen und erfolgreichen Abend. Ja, vielen Dank, David, für das Webinar heute und natürlich auch, dass wir für dieses Jahr noch weitere Termine zusammen veranstalten können. Und Ihnen wünsche ich natürlich auch noch einen schönen Abend und danke für die Teilnahme. Wir sind ja automatisch schon für den vierten Teil registriert. Ansonsten melden Sie sich natürlich sehr gerne auch für die anderen Webinare in diesem Jahr noch an. Und ich bedanke mich nochmal bei dir, David, und wünsche allen nochmal einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.